Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer kleinen neuen Runde Rayman. Ja, wir rennen wieder mit dem normalen Rayman rum hier. Ja, ich würde sagen, dasselbe, was wir als nächstes machen, machen wir noch mit unserem Freund Rayman hier und dann mal sehen. Entweder hier auf uns auf Dings wechseln, auf Clawbox oder mit einem der kleinen Dinger. Blablabla. Okay. Aber ich sag das, wie gesagt, das wir noch mit Rayman und dann im einen der nächsten. Mit einem von den anderen Knaben. Ja, also. Fangen wir dann sofort an mit dem nächsten Level. Kurze Ladebalkeneinlage. Und das neue Level heißt Der mit dem Strom schwimmt. Klingt auf alle Fälle sehr nass, das Level. Schauen wir mal, was wir uns sagen hier. Führe deine Schmetterattacke auf elastische Oberflächen aus, um höher zu hüpfen. Wenn du genug Tempo erreicht hast, ducke dich, um zu schlittern. Yippie! Du schießt übers Ziel hinaus, versuchst mit einem leichten Antipper. Keine Sorge, alles wird gut. Vielleicht. Und, ja. Ja. Gut, dann springen wir noch so. Mal gucken, ob es Unterschied macht. Oh ja. Und schlittern. Und dann wollen wir das Herz noch. Bumm. Jawohl. Und da haben wir schon wieder eine Schädelmünze. Mal gucken, ob wir die kriegen, ohne Schaden zu nehmen. Ja gut, fast. Jetzt haben wir die nicht gekriegt. Willst du mich verarschen? Alter, diese dumme Schädelmünze, die will ich jetzt aber wirklich unbedingt haben. Da wird mich auch keiner von abbringen. Da macht das Herz natürlich aus dem, was man da bekommt an der Stelle. Das schon wieder nicht bekommen. Alter, wieso kriegen wir die jetzt nicht? Wieso kriegen wir jetzt die scheiß Schädelmünze da hinten nicht? Macht mich schon wieder wild hier. Ganz ungehalten. Wisst ihr? Komm. Doch. Warum nicht gleich so? So, noch mehr Looms. Jetzt können wir hier weiter. Okay. Part 1 vom Level abgeschlossen. Und. Lass meine armen kleinen Looms in Ruhe. Okay, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Mein Fehler. Hier wird nicht jongliert mit denen. Jetzt gibt's Ärger. So, da holen wir uns noch den König. Damit die wieder Party machen hier. Na, kriegen wir die noch in dem Zustand? Nein, schade. Da haben wir uns zu viel. Und unter Wasser. Was war das jetzt für eine Wirbelattacke von Rayman? Na, ich sehe gerade, wir können nicht tauchen. Ja, aber Hauptsache Rückenschwimmen machen, Rayman, genau. Und er kann unter Wasser eine Wirbelattacke, alles klar. So, du kommst weg. Wir waren hier durch. Sehr schön. Was uns jetzt für noch einen erwarten? Darktoons! Nein! Oh, oh gerade so. Oh, da unten die Toons von abhauen, die Looms von abhauen. Oh, wir haben das Herz nicht bekommen. Das ist wieder so eine Münze.
Ja, die oder lustig zu bekommen. Probieren wir es oder lassen wir es sein? Ach, wir probieren es. Komm. Okay, das fängt schon mal gut an. Jawohl! Oh. Lass mich hier hoch. Mit dem riesen Auge da hinten, der Schwand mir gerade schon übel ist. Ja, Papi ist unterwegs. Okay, achso, dann müssen wir die Pflanze da oben der Pflanze treffen. Alles klar. Jawohl. Ja, Papi kommt doch schon. Ach, hier wieder schön. Ups. Und. Jawohl. Oh oh. Oh, das ging. Oh, daneben. Ach, Mann. Springen wir nur normal davor. Auch egal. Das sieht auch schon wieder ganz. Okay. Sieht auf alle Fälle ganz böse aus. Jetzt bin ich aber neugierig, was da oben ist. Eine Schädelmünze, juhu! Hat ein Solidar unser Herz gekostet, aber wir haben die Schädelmünze heute. So, what? Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht noch hier unnötig weiter Schaden nehmen, sonst sterbt man nämlich wie. Da! Okay, das war gerade knapp. Ich glaube, wenn wir auf dem Stacheldarktunder gelandet wären, das wäre bestimmt nicht gut für uns ausgegangen. Aber da haben wir wieder ein Herz, also so, what? Achso, dann müssen wir wieder an unseren Herrn von uns wieder oben greifen. Jawohl. Ich sehe da was da hinten. Okay. Jawohl. Und ein König. Nicht alle gekriegt. Nicht alle in ihrem Partyzustand bekommen. Schade. Schade, schade, schade. Ach komm, dich nehmen wir noch mit hier hinten. So. Elegant ums Eck gesprungen. Ist immer noch nicht drauf mit dem Level. Das zieht sich ja heute hier. Wahnsinn. Okay, jetzt hat es wieder woanders hingeschleudert. Hier scheint auch nichts weiter zu sein. Also wird ab zum König. Ich will euch noch mitnehmen hier. Er kommt mir nicht davon. Schade. Okay, er kommt mir doch davon. Achso, wir sind schon wieder in die andere Ebene gesprungen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das mit den von der vorderen Ebene in die hintere Ebene finde ich auch ganz lustig. Und oh, das sieht auch wieder sehr stachelig aus. Oh, ich glaube, da kann man drauf springen. Und du lässt den Thun in Ruhe. Und es ist wieder Party angesagt. Wir haben die Elektuns befreit. Yay! Sehr viel, was wir bekommen haben. Für 300 reicht es auf alle Fälle wieder nicht. Ah. Und
Ja, zurück zur Sichtung der Träume. Und wie es scheint, haben wir hier wieder, wie man sehen kann, einiges übersehen in dem Level. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ja. Dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder für heute. Wahrscheinlich wir viel mehr noch hier vor uns haben, das können wir leider noch nicht sehen. Ah, das ist unsere Marke hier noch fest. Wir scheinen also langsam dem anscheinend dem Ende dieses ersten Abschnitts hier zu nähern. So sieht zumindest stark aus. Ja, wie gesagt, ich bin da gerade noch am Überlegen, weil wir haben uns ja, wir haben ja an einigen Stellen was übersehen. Okay, hier fehlen uns ja bei der fulminanten Fontäne. Das eine Geheimlevel, denn hier fehlt uns noch einiges. Ob wir das noch finden, bin ich gerade überlegen, ob wir das alles machen und erst nochmal durchgehen, wenn wir hier mit dem Levelabschnitt hier durch sind. Die Sichtung der Träume oder. Die Sichtung der Träume? Ich glaube ja. Oder ob wir das am Ende alles machen. Ich persönlich bin ja momentan eher dazu, dass wir am Ende da alles nochmal durchgehen, wenn ich dazu Zeit, Lust und Laune habe. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, bis zum Ende darf noch etwas Zeit sein. Also wie gesagt, als nächstes dann in der nächsten Folge die haltlosen Höhlen. Und dann schauen wir mal, was uns sonst noch so erwartet. Ja, aber wie gesagt, das soll es zum ersten Mal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich also wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.